Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nego Teatua Maui. Schmieriger Typ. Als ich mich aus Mauris Armen befreite, fragte er: Was machst du heute eigentlich? Ich zuckte mit den Schultern. Weiß nicht. Vermutlich werde ich an meinem Mat arbeiten. Ach komm schon, du musst auch mal irgendwas machen. Geh raus oder sowas, aber vergammel nicht in meiner Wohnung. Ich sah ihn mit meinem treuesten Hundeblick an. Oh, bitte, Maurice. Und außerdem, was gibt's hier denn groß schon? Es gibt den Wildpark außerhalb der Stadt. Und das Technische Museum. Ach, was weiß ich. Geh shoppen. Irgendetwas. Du bist ein Teenie. Als ich in deinem Alter war, waren alle Mädchen rund um die Uhr shoppen. Ich lachte. Kannte er mich wirklich so schlecht? Wann gehe ich bitte sehr freiwillig shoppen? Obwohl ich könnte einen von euch zwingen mitzukommen. Das würde lustig werden. Ich klatschte in die Hände, woraufhin Maurice nur schnell erwiderte, muss noch Videos aufnehmen. Dann zwinge ich eben einen der anderen dazu. Aber mindestens einer von euch muss mitkommen. Du kennst meinen Orientierungssinn. Er schmunzelte. Vermutlich erinnerte er sich daran, wie ich ihn einmal vollkommen verzweifelt angerufen hatte, er solle mich doch abholen. Ich wüsste nicht, wo ich bin. Dabei war ich nur 2 Straßen von meinem Zuhause entfernt. Da hast du wohl recht. Aber ich bin raus. Er hob nur lachend die Hände und ließ sich dann auf das Bett fallen. Ich stand auf und lief in den Flur. Aus dem Wohnzimmer hörte ich Lachen. Micha und Manu saßen auf dem Sofa und redeten. Sie sahen glücklich aus. Ich lehnte mich über die Sofalehne und sagte, Ries will, dass ich in die Stadt gehe. Shoppen, da mein Orientierungssinn allerdings der einer besoffenen Brieftaube in einem Sturm mit Windstärke gleich, muss ich einfach nicht mitnehmen. Und außerdem ist das zu meiner eigenen Belustigung. Micha verdrehte die Augen, im Gegensatz zu Manu. Warum müssen wir denn leiden? Der kann doch genauso mitkommen. Schließlich kennen wir uns ja auch nicht aus. Ihr könnt wenigstens eine Karte lesen. Du doch auch. Es gibt so eine Map, die nennt sich Google Maps. Außerdem, wie bist du dann hierher gekommen? Ich habe mein Handy 3-mal falsch herumgehalten, obwohl es sich mitdreht. Die Jungs lachten. Ich hingegen schob nur meine Unterlippe vor und verschränkte meine Arme. Dann breitete sich ein boshaftes Lächeln auf meinem Gesicht aus. Wenn ihr euch auch nicht auskennt, müsst ihr auch was von der Stadt sehen. Also macht euch jetzt fertig und dann gehen wir in die Stadt. Sie sahen mich nur leicht verwirrt an. Ich klatschte in die Hände. Husch, husch, wir wollen ja auch genügend Zeit in der Stadt haben. Sie standen murrend auf, machten sich aber trotzdem fertig. Ich klatschte mir in der Zeit, in der sie sich umzogen, Concealer, Mascara und Lipgloss ins Gesicht. Außerdem zog ich noch ein langem Shirt und einen kurzen Pulli. Es war immer doch unangenehm, wenn Leute meine Narben sahen. Ich bürstete meine Haare noch einmal, die neue Länge war noch so ungewohnt. Dann schlüpfte ich in meine Schuhe und checkte noch einmal meinen Geldbeutel ab. Kreditkarte, Kreissparkassenkarte, die Karte zum Konto bei der BBB-Bank, Schülerausweis, mein Personalausweis, die Payback-Karte, Bahncard, Saturn-Card, meine Fahrkarte. Alles da. Die 30 Euro hatte ich auch noch nicht verbraucht. Micha tippte mir auf die Schulter. Bereit zum Losgehen? Klar. Ries, wir gehen jetzt. Okay, wann kommt ihr wieder? Weiß ich noch nicht. Ciao. Tschüss. Manu öffnete die Tür und wir liefen die Treppen hinunter. Als wir aus der Haustür des Wohnhauses traten, schlug uns stickige Luft entgegen. Am liebsten wäre ich wieder zurück in Ries Wohnung mit Klimaanlage geflüchtet. Aber ich hatte mich entschieden, unter die Menschen zu gehen, und das musste ich jetzt auch tun. Zuerst liefen wir schweigend den Eberleweg entlang und bogen dann in die Arlinger Straße ein. Es wird Sommer. Nee, weißt du, Micha, wenn es unangenehm warm und schwül ist, wird es Winter. Also wirklich, das weiß auch jedes Kleinkind. Ich verdrehte nur die Augen und Manu schwitzte in seinem T-Shirt. Na toll, was sollte ich denn dazu sagen? Ich schwitze nicht mal in meinem Pulli und im Langarm-Shirt und der in einem T-Shirt. Ich entdeckte einen kleinen, etwas abgeranzten Laden, der im Schaufenster einen Switch-Controller hatte. Ich zupfte an Michas Shirt und deutete auf den Laden. Ich gehe da rein, wollt ihr mitkommen oder schon mal vorgehen? Manu sah erleichtert aus, dass es ein Laden für Gamer war und keine Shopping-Mall. Wenn's da drin eine Klimaanlage gibt? Ich lief über die Straße und öffnete die Tür. Angenehm kalte Luft schlug mir entgegen. Die Klingel über der Tür ließ einen hellen Ton von sich hören.
Ein etwas belebterer Mann in den Mitdreißigern saß hinter der Theke und las gerade irgendeine Zeitschrift. Er sah nur kurz auf und vertiefte sich dann wieder in seiner Zeitschrift. Ich steuerte auf einen Karton, der die Beschriftung Switch Controller Camouflage trug, zu. Ich öffnete den Karton kurz, was dem Besitzer nicht zu stören schien. Er las einfach weiter. Der Controller war drin. Micha hatte sich zu den kleinen Figuren gestellt und sah sich die Battlefield-Figuren an. Manu stellte sich zu mir. Mir gefällt nicht, wie der dich anguckt. Der hat mich noch kein einziges Mal angesehen, seitdem wir reingekommen sind. Da liest du seine Zeitschrift. Ja, trotzdem. Ich kniete mich vor das Regal und tastete im hinteren Bereich der gerade von mir herausgezogenen Schublade herum. Ich zog ein Spiel nach dem anderen heraus. Legend of Zelda, Teil 1, Mario Kart, Sonic 2. Halt die Klassiker. Meine Finger tasteten eine quadratische Verpackung weit hinten. Als ich sie hervorzog, traute ich meinen Augen nicht. Midori. Meine Augen weiteten sich. Auf der Verpackung prangte das japanische Wort. Natürlich war es noch in der Originalsprache. Schließlich wurde es in keinem anderen Land produziert. Oh mein Gott, Manu, das ist das allererste Pokémon-Spiel. Das muss ein Vermögen wert sein. Ich schüttelte den Kopf. Es ist nicht wirklich berühmt in Europa. Wir haben ja schließlich nur Rot und Blau als erste gehabt. Nur wenige haben sich wirklich für das hier interessiert. Und das ist noch die Originalverpackung. Manu und ich standen auf und ich ging zur Kasse, während Manu und Micha bedeutete, dass wir gehen wollten. An der Kasse scannte der Verkäufer den Controller und das Spiel ein. In grüner Leuchtschrift prangte da die 380. Das war ziemlich viel Geld, aber ich wollte dieses Spiel. Bar oder Karte? Karte. Ich schob meine Karte für das YouTube-Konto ein und gab meine Geheimzahl ein. Ich wusste jetzt, was Manu gemeint hatte. Ich fühlte mich von seinen Blicken quasi ausgezogen. Ein echt unangenehmes Gefühl. Der Verkäufer legte den Bon und die Zettelchen in das Spiel. Viel Spaß damit. Du bist echt hübsch. Weißt du das? Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte ihn eher für den Typ Notgeilen-Pädophil eingeschätzt. Hat dir das dein Freund jemals gesagt? Ich würde dir das immer sagen, Schätzchen. Nicht durchdrehen, Fami. Es ist nur irgendein Idiot. Ich habe keinen Freund. Das sind nur Freunde. Und ich bin nicht ihr Schätzchen. Und außerdem gehe ich jetzt. Micha hielt die Tür auf und wir gingen hinaus. Da war ja so ein Idiot. Was war das bitte sehr für ein Pedo? Da hatte sie doch nicht mal alle. Beruhig dich, Manu. Es ist ja nichts passiert. Ja, trotzdem war da ein Idiot. Einfach so Teenagerblöd anmachen. Idiot. Shopping. In der Innenstadt angekommen, drückte ich Manu und Micha in den nächsten H&M. Ich wollte ja auch meinen Spaß haben. Und der bestand halt daraus, den Jungs seltsame Klamotten aufzuzwingen. Bitte sag nicht, dass du für uns jetzt Klamotten aufsuchst. Oh, bitte nicht. Micha stöhnte. Auf Manus Gesicht breitete sich allerdings ein boshaftes Lächeln aus. Ich zuckte mit den Schultern. Vielleicht. Ja gut, das ist mein Plan. Aber dann suchen wir aus was für dich raus. So als Challenge. Nun musste ich stehen. Wenn die etwas für mich aussuchen, konnte das dann nur schrecklich werden. Meinetwegen. Aber wehe, es ist pink und voller Plüsch und hat mehr Ausschnitt als Stoff. Wir werden's versuchen. Micha hatte sich kurz an Manu angeschlossen. In einer Stunde wieder hier? Das ist gemein. Ich muss für euch beide was raussuchen. Manu zuckte mit den Schultern. Selbst schuld. Dann bis in einer Stunde. Ich lief schnell in die Männerabteilung, bevor die Jungs meine Vorschriften machen konnten. Im ersten Stock sah ich mich nach hinten um. Ein bisschen wollte ich die beiden ja leiden lassen. Schnell fand ich eine Ecke, nur mit Holzfällerhänden. Ich suchte mir ein grün kariertes Hemd aus, das Micha ein wenig zu groß sein müsste. Da es langärmlich war, würde er die Ärmel vermutlich hochschieben. Ich hetzte durch den ersten Stock, um eine dazu passende Hose zu finden. Doch alles, was ich fand, war eine Jeans mit Löchern an den Knien. Naja, es würde schon gehen. Die daneben liegende schwarze Jeans schnappte ich mir ebenfalls. Irgendwas müsste Manu ja auch unten rumtragen. Für ihn hatte ich mir etwas, naja, Feineres ausgedacht.
Es passte vielleicht nicht wirklich zum Wetter, aber er sollte schließlich ein wenig leiden. Bald fand ich ein weißes Hemd, das ein wenig zu brav für ihn aussah. Eben das hatte ich ja auch gesucht. Die Suche nach einer schwarzen Krawatte gestaltete sich als schwieriger, und hätte ich die Verkäuferin nicht gefragt, hätte ich sie wohl nie gefunden. Die Krawatten und Fliegen waren in einer kleinen, versteckten Ecke gewesen. Ich angelte mir eine schlichte, schwarze, die für mein Vorhaben allemal reichen sollte. Gerade noch rechtzeitig kam ich zum verabredeten Treffpunkt. Allgemein war ich ganz zufrieden mit meiner Auswahl. Ich lehnte mich an eine freie Wand und wartete. Als die beiden auch nach 10 Minuten nicht wieder auftauchten, wurde ich langsam ungeduldig. Meine Füße scharrten über den Boden und ich musste einen sehr aufgebrachten Eindruck machen, denn die Leute, die vorbeikamen, sahen mich seltsam an. Nach weiteren 5 endlosen Minuten kamen sie endlich. »Da seid ihr ja endlich! Ich warte hier schon seit einer Viertelstunde!« »Ach, komm runter. Wir haben nur noch eine Kette ausgesucht.« Ich verdrehte die Augen und nahm ihnen die Klamotten ab. »Hier, das«, ich deutete auf den Stapel mit der Krawatte, »ist Manus. Das ist deins, Micha. Und jetzt seht euch um.« Natürlich waren die beiden Umkleidekabinen besetzt, und so mussten wir mal wieder warten. »Warum war es denn heute auch so voll?« Als endlich eine Kabine frei war, drückten Manu und ich uns und schickten mich herein. Nachdem er gefühlte Stunden über die Knöpfe geflucht hatte, kam er endlich wieder heraus. Ich musste zugeben, das Hemd sah grässlich aus. Es passte einfach nicht zu ihm. Und die Hose ebenfalls nicht. Die war ihm nämlich zu klein. Aber was sollte ich schon machen? Ich hatte nur geschätzt. Manu konnte es natürlich nicht lassen, sich über mich lustig zu machen. »Oh, dieses Hemd steht ja aber ausgezeichnet. Es passt perfekt zu deinen Augen. Aber du brauchst jetzt mal wieder eine neue Frisur. Die Haare sehen einfach nur schrecklich aus.« »Oh, auf meine Großmutter zu klingen. Lassie, warum hast du mir das angetan?« Ich lachte. Micha sah einfach zu seltsam aus. Er verzog sich schnellstmöglich wieder in die Umkleidekabine und schickte danach Manu hinein. Nun sollte er sich wenigstens lächerlich machen. Manchmal konnte man außer Kabine extra zweideutige Geräusche hören. Wie, oh, ist das eng. Oder, oh Gott, ich. Manchmal auch ein Ächzen oder Stöhnen. Als Manu dann endlich wieder herauskam, hatte er sich in die enge Hose gezwängt. Ich hätte nicht gedacht, dass bei ihm etwas eng anliegen konnte. Aber das war tatsächlich der Fall. Dafür stand ihm das Hemd gar nicht so schlecht. Es brachte seine Augen zur Geltung. Die Hose hingegen... Tja, 2 Größen zu klein. Ich kannte mich halt nicht mit meiner Hosen aus. Die Krawatte hing mehr schlecht als recht um seinen Hals, noch nicht einmal richtig verknotet. Aber irgendwie sah das lässig aus. Manulein, kannst du etwa keine Krawatte binden? Na komm, ich mach dir das. Micha ging auf Manu zu und schnürte sie aber so fest zu, dass Manu nur ein ist toll, krächzen konnte. Micha lachte. Als Manu dann wieder in seinen normalen Klamotten rauskam, war schlussendlich wirklich ich dran. Und was die Jungs mir gegeben hatten, war wirklich nicht mein Stil. Weiße Hotpants mit einem pinken, glitzernden Gürtel und einem Top, das aussah wie das der Prostituierten um die Ecke. Ich quälte mich in die Sachen hinein und mich kümmerte es in diesem Moment wenig, dass sämtliche Leute meine Narben sehen würden. Zudem lag auch noch eine goldene Kette, wegen der die Jungs mich wohl hatten warten lassen dabei. Sie wirkte nicht wirklich protzig, war aber auf keinen Fall dezent. Seufzend sah ich mich noch einmal im Spiegel an und trat aus der Umkleidekabine. So, das war es offensichtlich ein wirklich sehr kürzerer Part. Aber der Part danach wird dafür umso länger sein, nämlich sind es halt 6 Kapitel in einem. Ich habe das Gefühl, dass ich das bereits im vorherigen Part gesagt habe, aber trotzdem. Und ja. Das sind, glaube ich, 40 oder 50 Minuten. Viel Spaß jetzt schon mal. Und da würde ich sagen, schaut bei Joanne vorbei, weil ich, glaube ich, noch ein Bild von Iris wieder benutzt habe. Ja, ich weiß, es waren nicht sonderlich viele abwechslungsreiche Bilder, die ich hier benutzt habe, aber es ist halt blöd, immer ein neues Bild zu organisieren, selber ein neues Bild zu machen oder zu kolorieren oder andere Leute halt immer zu fragen, so, jo, willst du ein Bild machen, willst du ein Bild machen? Und dann benutze ich die lieber alle, wissen öfter. Und ja, also schaut bei Jan vorbei und auch bei Neo Theater Mauri. Let's Redicta und bis zum nächsten Mal. Tschüss!